Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit den Makedoniern. In der letzten Folge hatten wir eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Zeit gehabt. Wir haben erstmal die ganze Provinz Makedonien vereint, planen jetzt unseren Kampf gegen Athen, weil sie uns den Krieg erklärt haben, machen sie dann fertig und nehmen dann auch Sparta ein. War eigentlich nicht so der Plan, aber na gut. Okay, übrigens noch eine andere Sache. Wenn ihr diesen Content hier feiert, wäre es eigentlich ziemlich geil, wenn ihr ein Abo reindrückt. Das würde mir helfen, würde euch helfen und würde anderen Leuten helfen. Warum? Mir würde es helfen, weil ich mehr Abonnenten hätte. Euch würde es helfen, weil ihr die Videos auch bekommt in eurer Abo-Box, wenn sie online gehen. Und es würde anderen Leuten helfen, weil sie dann mich leichter finden können, wenn sie solch einen Content hier suchen. Wollte ich nur mal euch gesagt haben. Es wäre eine gute Möglichkeit, um mich zu unterstützen. Würde mich tierisch freuen. Okay. Athen hat ein kleines Mini-Problemchen. Dann wollen wir mal hier rüber gehen mit der Anmut des Greifen. Und greifen wir gleich an, ey. Und da haut er ab. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Da kommen wir nicht hin. Aber hier wenigstens. Ja gut, Athen gehört jetzt uns, Leute. War eigentlich nicht der Plan, aber... das haben wir wirklich ziemlich einfach hinbekommen. Auch hier besetzen wir nur wieder. Warum? Weil Griechen ist es tatsächlich besser zu besetzen. Dann können wir schneller expandieren. Wir haben nämlich keine Instabilität, kriegen weniger Mali. Lohnt sich, in die Gebäude umbauen. Ja, ist ein bisschen teurer, aber... verkraftbar. So, Athen ist komplett zerschlagen. Wie sieht es mit Sparta aus? Was denken die jetzt über mich? Die sind ein bisschen abgeneigt von mir. Und dann sollten wir jetzt mal schauen, was die so drauf haben. Die haben hier zwei Armeen. Die Gatten, die Streiter des Olymps. Dann wollen wir einmal kurz sabotieren. Ich frage nur, wo ist die Chance höher? Nirgendwo. Okay. Ist okay, wenn du scheiterst. Nächste Runde werden wir mich wieder hinstellen und Nahrung klauen. Gucken, was daraus wird. Ah, scheiße, die bauen um. Die kriegen mehr Nahrung raus. Bringt nicht viel. Okay. Rekrutieren können wir jetzt zumindest die Basiseinheiten auch. Das ist schön. Du bist aufgestiegen, das ist gut. Dann kann ich dich auch gleich upgraden. Wir machen dich dann, weil du so jung bist, zu einem Ausbilder. Heißt, wir gehen einmal auf Kommandant, dann auf Philosoph und dann habe ich da meinen Trick, um die Truppen schön stark zu rekrutieren. Plus 19 Dualität. Nicht schlecht. Die Partei liebt uns wohl richtig. Das finde ich gut. Okay. Ja, du bist noch zu jung. Ficken, Alter. Aber du hast schon einen Rang höher. Das heißt, bei Level 25 kannst du wieder aufsteigen. So, du musst es 30 sein. Du hast es geschafft. Dann machen wir das mal. Gelder veruntreuen. Benötigt List. Okay, locken. Lass mal sein. Wir werden dich wieder einsetzen als Diplomatin. Jetzt aus Pergamon hatten wir wenig Erfolg gehabt, die diplomatische Mission. Ne? Ja, dann schicken wir dich diesmal nach Sardes. Die werden zwar nichts machen können, die haben keinen Einfluss auf. Egal, ob wir uns verkacken. Aber vielleicht haben wir ein Erfolgchen dabei. Gut. Also werde ich doch erstmal die Peloponnesier mit einnehmen. Also Hierapytner werde ich nicht angreifen. Definitiv nicht. Aber gut, wir können Würden rekrutieren, den wir jetzt auch gleich rüberschicken werden nach Rom. Bisschen Geld klauen. Höhö. Okay. Du bringst zu Einkommen weltweit? Ja. Super. Geil. Aber dann steigert es mal gleich ein bisschen die Einnahmen. Übrigens ist jetzt gleich aufgestiegen, weil wir hier eine Herberge haben in Pella. Deswegen nicht wundern. Da. Es gibt plus 1 Erfahrung für Agenten. Ich finde es schade, dass sich diese Fähigkeit leider nicht addieren lässt. Aber ist okay. Kann ich euch behilflich sein? Gut. Dann beenden wir mal die Runde. Dann geht es danach weiter nach Sparta. Ziemlich zeitnah. Ich habe jetzt bewusst nicht rekrutiert, weil ich das Geld gerne nochmal ein bisschen sparen möchte und gucken möchte, was ich dafür mir dann holen werde. Und Sparta rekrutiert ihr gerade auch nicht, also muss ich mir keine so großen Sorgen machen, dass dann irgendwas passiert. So. Berühmter Bad, das ist gut. Öffentliche Ordnung gestiegen. Thrakien Rebellion bevorstehend. Minus 9 einfach mal. Fuck. Aber da können wir tricksen, Leute. Erstmal befördern wir dich hier. Weil es geht. Was bringt denn der Bade? Plus 6 öffentliche Ordnung. Das ist nicht schlecht. Okay. Machen wir die mal Spiele organisieren in Thrakien. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. Und dich entsenden wir wieder als Diplomaten. Diesmal nach...
Wo haben wir es denn? Pergamon wieder. Mal sehen, was daraus wird. Kann ja sein, dass es fruchtet. Plus 14 öffentliche Ohren, minus 5. Ja, wir haben jetzt eine Runde mehr gebraucht, deswegen. Gut, das ist natürlich nicht so nice. Kraft könnte ich theoretisch ein bisschen verbessern, machen wir aber nicht. Er rekrutiert wirklich gar nicht. Das ist eigentlich unsere Chance jetzt heute. Dann rekrutieren wir mal mehr Steinschleuderer. Im Early Game sind Fernkämpfer unheimlich stark. Deswegen machen wir das mal. Die Kraft leidet dann doch schon ziemlich 5 Runden, braucht die, bis sie fit ist. Das können wir uns nicht leisten, also hauen wir die zusammen. Wir brauchen noch mehr Fernkämpfer. Nehmen wir jetzt diesmal Speerträger. Warum? Billig. Und die machen mehr Schaden gegen starke panzerte Einheiten, wie spartanische Obliten zum Beispiel. So, hier stehen wir jetzt mal Nahrung. Ist genau 0. Ist okay. Juckt mich wenig. Hier können wir ausbauen, das ist gut. Bauen wir hier ein Musterungsfeld, dass wir erstmal die Piken drin haben, weil die Piken als Garnison dazu, die zwei, die machen es aus. Glaubt mir, die machen es aus. Okay. So, Isme kann los. Dann beenden wir mal die Runde wieder. Und dann geht's weiter. Wir wollen mich danach jetzt weiter nach Rom marschieren. Also Neapolis marschieren, besser gesagt. Und dann dort Geld zu klauen von Rom. Bringt eine Menge am Anfang im Early Game. Ansonsten würde ich auch viele andere starke Fähigkeiten, die man nutzen kann. Aber ich finde, die ist am Anfang wirklich extrem stark. Mit dem Geld klauen. Okay. Sehr gut, großzügiger Tribut. Das war jetzt mit welcher Nation? Pergamon, nicht wahr? Das ist gut, das heißt, Pergamon ist jetzt ein bisschen besser gesonnen. Plus 20. Freut mir. Wir müssen uns halt in der Welt beliebter machen. Ja, ich kann ihn nicht nochmal entsinnen, der kriegt so viel Gravitas gerade dadurch. Wenn er Erfolg hat, kriegt er nämlich Gravitas dazu. Steht hier leider nicht. Naja, gut. Du hast 53, du hast 99, du bist sogar noch besser dran. Ich könnte mir auch befördern, machen wir das mal. Dich noch nicht. Ein weiteres Kind, das ist gut. Wir bilden dich jetzt mal, damit er wenigstens mehr Trades hat. Geben dir mal ein bisschen mehr Autorität. Nö. Okay. 99 hast du. Bis 33. Ist eigentlich nicht gerade sehr schlau, einen Verwandten zu nehmen dafür, aber die Kinder sind schon da. Nicht so viel Sorgen, machthungrige Frau. Gibt eine Menge Gravitas dazu. Nehmen wir lieber doch dich hier. Und wir entsenden dich nach Bithynien, denn ich möchte auch dort keinen Krieg haben. Vielleicht klappt's ja. Jetzt wird hier rekrutiert, Leute. Okay, sollten wir uns bereit machen. Kampf ist fast fertig und wir können die Einheiten ja schnell rekrutieren. Du bist schnell in der Möglichkeit anzugreifen, das ist gut. Ich glaube, du erreichst es dann nicht. Wir holen uns nochmal Kaff. Zwei Einheiten. Und wir nehmen nochmal Speerträger. Wie gesagt, die sind halt hart am Anfang. Kaff haben die Spartaner fast gar nicht. Das ist gut für uns. Dann bauen wir jetzt mal hier den Weinberg, weil der sorgt auch dafür, dass wir besser handeln können. Tatsache. Ist auch ein starker Bonus am Anfang, den man nutzen kann. So, du marschierst weiter. Beenden wir mal die Runde. Also ich empfehle euch viel mit dem Stammbaum auch zu arbeiten, mit der Politik. Da kann man eine Menge reißen am Anfang. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Durch Diplomaten versuche ich mir jetzt im Osten die ganzen Leute nicht als Feind mehr zu haben, sondern als Freunde, wenn dann überhaupt. Ja, wir wollen ja nicht nach Osten expandieren. Deswegen sollten wir uns beliebt machen im Osten. Und die auch unterstützen. Sparta und Ägypten haben Frieden verhandelt. Technologieforschung geschadet, schade. Spionstufe 3, das ist schön. Das heißt, Sparta wird ab jetzt verhungern. Machen sie schon. Sehr geil. Was haben die hier? Na, immer noch keine guten Einheiten. Wie sieht es eigentlich aus hier in der Umgebung gerade? Ja gut, von plus 5 auf minus 2. Ist okay. Trotzdem Erfolg gehabt und kriegt mehr Gravitas. Nicht schlecht. Damit ziehen nur noch 21% gerade. Schon mal ein guter Anfang. Du
15, glaube ich, das pro Runde für 2 Missionen. Das war. Zerator, ihr Partner ist. Das ist gar nicht so schlimm, das tut weniger weh hier. Tatsache. So. Der verliert jetzt Gravitas. Oder? Hat man da jetzt Erfolg? Sie wurden zusammen gesehen und scheinen es genossen zu haben. Gut, aber Diplomatie. Schick mich nochmal los. Sardes ist immer ein leichtes Ziel, weil da nichts passieren kann. Sardes kann uns hassen. Krieg werden sie uns nicht erklären. Okay, wir holen uns jetzt Söldner dazu. Söldner mit Terranobliten sind halt schon echt dope. Das hier nehmen wir 2 Stück von denen mit. Und wir belagern jetzt hier erst. Warte mal. Ah, ich will das damit auch. Nee, leider nicht. Schade. Aber. So machen wir das jetzt. Peng. Ist nicht so schlimm. Die Garnison ist aber auch echt nicht schwach. Sollte mal erwähnt sein. Aber wir können tricksen. Schade. Hätte das funktioniert, Leute. Das wäre so geil gewesen. Aber gut. Ist okay. Vielleicht greifen sie jetzt an. Aber stört mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich meine, wir haben genug Fernkämpfer dabei, um was zu reißen. Okay, wir können jetzt hier auch ein Periökenlager bauen. Machen wir aber nicht. Dich kann ich weiter bewegen, oder? Ja. Du bist gleich da. Neapolis ist hier drüben schon. Ja, du rechst noch nächste Runde. Sehr gut. Dann beenden wir die Runde mal. Sparta hat jetzt ein kleines Mini-Problemchen. Deswegen werden sie weiter verschleißen. Aber es ist umso besser für uns. Und sie greifen nicht an. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier eine Armee da angreifen. Ihr habt Angst vor uns. Krieg. So. Oh, shit. Gleich 2 kommen. Aber dann ist jetzt umso wichtiger, dass wir Sparta diese Runde zerschlagen, um abzuhauen. Ihr seid ehrenhaft wild. Nee, noch nicht. Und den Spion schicken wir schon mal los. Söldnerkontakte. Verstärkung für Söldnerraten. Ja, machen wir das mal ein. Gut von Söldnern. Ah, Bade. Ja, ist okay. Verschleiß. Aus Überschuss. Krieg erklärt. Pergamon Sardes. Warte mal, ist Sardes jetzt autonom? Nein. Sitze nicht. Seid gegrüßt, mein Freund. Diplomatische Mission nach Sardes hat natürlich nicht geholfen. Ja, aber ist okay. Pergamon wird so schnell nichts passieren. Schickt die schnell hier rüber. Ich weiß, dass hier schnell was kommen wird. Das heißt also, wir uns hier schnell ein paar Herbampiken dazu. Die wir benutzen, um jetzt zu verteidigen. Ich meine, es reicht aus, um die Stadt zu halten. Wie lange hält ihr eigentlich aus dem Fall eines Krieges? Steht leider nicht da. Schade. Also einer Belagerung. Okay. Bereit zum Kampf für Tod und Ehre! Niemand wird entkommen. Der ist nicht mehr im Reichweite, um zu helfen, oder? Ja, sehr geil. Vielleicht machen wir die jetzt erstmal heimatlos. Auch wieder nur besetzen. Sparta vernichtet. Geil, das war das letzte Familienmitglied. Perfekt. Sehr geil. Also 2 Fliegen mit einer Klappe. Cool. Okay. Du bist ein versierter Plänkler. Mit Pikenieren haben schlechte Chancen gegen Thraker. Die haben einen unheimlich starken Geschossschaden. Deswegen ist hier der Einsatz von Hobliten, glaube ich, sogar die bessere Wahl. Auch wenn tragische Krieger echt wehtun dann. Mal schauen. Kann auch nach hinten losgehen. So, Verwaltung, Logistik. Machen wir Logistik erstmal. Und die Söldner schmeißen wir raus, die brauchen wir nicht mehr. Okay, nächste Runde geht es dann weiter. Zum nächsten Ziel. Und hier bauen wir jetzt erstmal Versammlungsort. Wer mich kennt, weiß mittlerweile, dass ich dort sehr wahrscheinlich ein Gymnasium bauen werde. Weil es am meisten bringt. So, was bringt der Palmettel Kansalas jetzt eigentlich? Mega Boni, oder? Ja, plus 14 öffentliche Ordnung. Das liegt hier daran, dass wir die Statue des Zeus in Olympia erobert haben. Das gibt uns plus 10 öffentliche Ordnung, ja. Das ist schon mal echt geil. Das Wunder. Das bringt eine Menge.
Okay. Feindlicher Armee zieht sich zurück. Sparta, Welt der Wunder. Sehr gut. Du bringst Steinschleuderer, du bringst Bürgerkaff. Bonnodosideros-Kaserne, kriegen wir die Kaff rein. Wir könnten noch den abreißen. Bauen wir noch ein Musterungsfeld mit rein. Dann haben wir einfach mal vier Herber am Peak. Und dann ist diese Armee hier drinnen in der Stadt wirklich bombenfest sicher eigentlich. Meiner Meinung nach. Aber na gut. So, Popodeva wirst du nicht erreichen. Das ist natürlich scheiße. Aber da kann ich jetzt nichts tun. Wir gucken mal, dass wir Thylis zuerst platt machen können, weil Thylis hat die besseren Truppen. Für offene Feldschlachten. Am Anfang. So, wo fängt Neapolis an? Hier. Zack, Geld geklaut. Dann beenden wir mal die Runde. Das mit diesem Geldklauen machen wir jetzt immer wieder. Und ich habe vergessen zu befördern, fällt mir gerade auf. Und Diplomaten zu entsenden. Naja. Schande auf mein Haupt. Glück gehabt, dass wir Sparta jetzt mit einem Schlag zerschlagen konnten. Ich bitte euch diese. Sehr gut. Umso besser, nur noch ein Feind. Dann können wir uns jetzt Thylis schnappen, seelenruhig und dann weiter expandieren. Brauche ich mir keine Sorgen machen. So, Piratenjagd. Ruf zu sehen, wie man Piratenjagd wendern. Neues Kind wurde geboren. Odrysen Frieden verhandelt. Okay. Ja, Einfluss sinkt. Sehr gut. Ich kann dich aber nicht befördern. Gut, dass habe ich das nicht verpasst. Dich aber. Machen wir das mal. Du bist noch zu jung dafür. Aber sehr gut, das gibt reichlich Gravitas. Wirklich. Reichlich. So, wir loben dich mal. Das gibt uns ein bisschen Hingabe hier an dem Typen weiter. Er hat jetzt schon 5 Hingabe. Warte mal. Würde ich 2-mal Hingabe, als das Ziel über List verfügt. Geil, ich kann ihn so oft loben, wie ich will. Wow. Das ist hart. Das ist hart, Leute. Wir schicken dich mal los als Diplomaten. Hier ist eine Hingabe für das Ziel. Ich glaube, wir den hier ein bisschen schwächen wieder. Glaube ich, das kostet 30. Ist ein bisschen heftig. Lass du das mal. Wir werden einmal ein Geschenk schicken. Das gibt ein bisschen Loyalität wieder. Kann nicht schaden. Machen wir Diplomatie. Diplomaten entsenden. Wo geht's hin? Nach Pergamon diesmal. Okay. Mit dir geht's jetzt weiter nach Antea. Weiß nicht, sehe, marschiere ich lieber nochmal eine Runde. Ich will wissen, was sie dort haben. Um sicher zu sein. Wir schicken dich hier hinten rum durch. Das ist der sicherste Weg für uns. So, wir haben hier plus 14 in der Provinz. Ja, brauche ich mir keine Sorgen machen. Marschieren wir weiter. Okay. Ihr habt schon alles gemacht. Wir können gleich einen Streiter rekrutieren. Sehr gut. Okay. Wir machen weiter. Periodenlager wäre eigentlich praktisch, aber möchte ich irgendwie nicht bauen. Na gut. Wie sieht es jetzt hier aus mit Zufriedenheit? Plus 5. Passt doch. Können wir mit Knossos eigentlich handeln? Nee, haben wir keinen Kontakt und die mögen uns nicht. Wie alle Griechen halt. Wie alle Griechen. Naja. Beenden wir mal die Runde. Tarkin wird zu unserer Nahrungsmittelprovinz. Werden wir definitiv drauf gehen. Und aus Hella machen wir eine Wirtschaftsprovinz. Also Handelsprovinz. Und da ist die Armee, mit der ich gerechnet habe. War nur eine Frage, bis die kommt. Sohn wird erwachsen, sehr gut. Plus 2 Autorität. Ach, scheiße. In Pergamon kein Erfolg gehabt. Okay, die Armee müssen besiegen hier. Nahrungsmittelproduktion plus 3. Also haben wir gute Chancen, gegenzusteuern. Ich will mich hier in der Nähe behalten, um danach auch noch Odessos zu sehen. Auch plus 3, sehr gut. Sehr gut, die haben exakt dieselben Sachen gebaut. Das heißt also, wenn sie Nahrung stehlen, wird Antea hungern. So, hier bauen wir jetzt das nächste Musterungsfeld. Wir sind da, um zu helfen. Garnison ist vorhanden. Sehr gut. So, wir haben jetzt die Logistik hier erforscht. Das heißt, die Gebäude bekommen wir schon mal.
Für einen Flottenrekrutierungsplatz ist nicht so wichtig. Eine Werkstatt könnte später relevant sein beim Erobern. Weil eigentlich nicht. Ich finde es voll schade, dass man von Anfang an immer diese scheiß Leitern hat und da ich sofort die Stadt einnehmen kann, wenn sie. Naja, es müsste eine Runde warten. Dann lohnt es sich erst wirklich, die Werkstatt bauen zu können. Aber na gut. So, wir schicken dich nach hier. Und dann kannst du gleich nochmal rekrutieren, ein paar Einheiten. Was hat denn der Freiherberner? Ja gut, dann denkt, das ist der Oberbambo. Bimbo. Dabei hat er aber gar nichts. Wir haben hier aber auch eine Menge schon. Was uns aber fehlt, ist definitiv Kraft. Deswegen werden wir mal Bürgerkraft dazu holen. Ich meine, das viel hier. Wirklich viel. Wir haben nur unsere Fernkämpfer. Naja. Okay. Forschung. Wo gehen wir als nächstes? Auf Ausbau der Bevölkerung. Das hat immer einen ziemlich starken Vorteil. Und wir können Streiter rekrutieren. Das machen wir jetzt auch mal gleich. Wir machen zwar lieber einen Pulpo. Nee, ein Pulpo machen wir es gerade nicht. Bescheuert. Wir machen es hier, weil er dann gleich auflevelt. Das ist eine sehr gute Sache. Wir machen das diesmal anders. Wir gehen mit dir nicht auf Historiker. Wir gehen mit dir auf Zündler. Ah, doch, wir gehen auf Historiker. Wir werden ja bald aufsteigen von der Imperiumsstufe und dann können wir auch auf den anderen gehen. Wo wir gerade dabei sind. Minus 4 Loyalität wegen politischen Aktionen. Minus 17 haben die mittlerweile. Dann senden wir dich diesmal als Diplomaten. Meinetwegen nach Karthago. Wäre ein guter Handelspartner übrigens. Kann nicht schaden. Bis 15. Ist ja ein schön jung. Hast ja ein schön viel Gravitas dafür. Naja. Okay, organisiert Spiele. Wäre möglich. Du kannst mal Geschenk schicken. Das kann nicht schaden. Musst du Spiel organisieren in Thrakien. Okay. Noch plus 1 ist okay. Gut, Leute. Aber wenn ihr diesen Content feiert, wäre es ultra geil, wenn ihr ein Abo dalassen könnt. Das hilft nicht nur mir, das hilft auch euch und anderen Leuten, die solch einen Content hier suchen. Wäre auf jeden Fall cool. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Part um 10 Uhr von Let's Play Rome 2 Total War mit den Makedonen. Ich wünsche euch bis dahin einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.